Hallo zu On The Grid. Claudio Schiesel, heute vom Barcamp, neben mir Jürgen Brüder. Er ist einer der Organisatoren. Was ist das Barcamp? Was tust du hier? Was ist das Barcamp? Das Barcamp ist eine sogenannte Ad-Hoc-Unkonferenz, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, wie es treffen sich ein paar Tage lange, drei Tage in dem Fall, schwer motivierte Menschen an einem Ort, teilen ihr Wissen, reden über das, was sie am meisten motiviert. Wir geben kein Programm vor, das heißt, alle treffen sich am Anfang des Tages bei einem leckeren Frühstück, beim leckeren Mittagessen, diskutieren untereinander, was sie denn besprechen wollen, was ihnen wichtig ist. Ja? Was sind das Themen in der Politik, im Design, Startups, Wissen allgemein, allgemeine Themen. Wir erstellen zusammen den Plan und dann haben wir einen Stundenplan sozusagen für den ganzen Tag und die Leute gehen dann einfach von Raum zu Raum, schauen sich unterschiedliche Themen an. Da haben wir mehrere Räume, wo parallel Dinge passieren. Die Leute tauschen sich aus, die Leute treffen sich, begegnen sich auf Augenhöhe und das ist ein super cooles Event für alle, die gerne andere Menschen kennenlernen. Gleichgesinnte treffen, ja? Trifft man am Barcamp am besten. Also es sind Firmen daraus entstanden, als Leute, die sich durch Zufall getroffen haben am Barcamp. Also ganz großes Programm. Ein Credo von dir ist immer wieder, Wissen ist das Einzige, was auch mehr wird, wenn man es teilt. Ja. Was bedeutet das und warum gibt es eigentlich diesmal 11 verschiedene Camps, weil letztes Jahr waren es glaube ich nur 5. Stimmt, also wir geben gewisse Grundthemen vor, wie du richtig gesagt hast. Es gibt solche Subcamps, Tracks nennen wir das auch, zum Beispiel zum Thema Politik, zum Thema Design. Und dieses Jahr sind sehr viele. Also wir sind irgendwie draufgekommen, dass es so viele verschiedene Bedürfnisse gibt, Sessions zu machen von den Teilnehmern, aber das Schwere ist, das immer in diese Schachtel reinzudrücken. Ja? Also haben wir gedacht, wir lockern das mal ein bisschen auf, machen mehr verschiedene vorgegebene Tracks, dafür aber nicht alle Tracks alle drei Tage, sondern manche nur einen Tag, manche vielleicht zwei, manche gehen auch wieder alle drei Tage durch. Und dadurch wollen wir einfach ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen, mehr neue Leute herbringen zum Barcamp. Weil jetzt zum Beispiel Barcamp Graz 2016 haben wir jetzt eine Neuzugangquote von bis über 60% gehabt. Also das Konzept ist aufgegangen. Bei wie vielen Leuten, die sich angemeldet haben? Wir sind bei Anmeldungen ein bisschen über 270, was am Schluss, ich glaube es waren 275. Und für gewöhnlich wären es dann so 300 für Leute, die noch spontan vorbeischauen oder einfach mitkommen mit den anderen. Für gewöhnlich, vor zwei Jahren waren es nur so um die 150 bis 200. Ja, das ist richtig. Also seit wir die Location haben, FA Joanneum, die uns das immer kostenfrei zur Verfügung stellt, auch einen größeren Raum bekommen haben für die gemeinsame Zusammenkunft, unserem Hauptraum, ist die Zuschauerzahl oder die Teilnehmerzahl Zuschauer sind sie nicht. Wir wollen ja, dass alle teilnehmen, beitragen und diskutieren. Also Zuschauer gibt es keine bei Barcamp. Sehr nach oben gegangen. Aber wir bleiben jetzt sehr konstant bei dem 300, weil dann kippt es auch wieder ein bisschen so in die Richtung, wo es dann schwer wird für alle beizutragen, teilzunehmen und Sessions zu machen. Also es gibt ja Regeln beim Barcamp. Ja. Sag einfach die drei oder vier wichtigsten. Die vier wichtigsten Regeln für mich beim Barcamp, es gibt natürlich mehr, aber die vier, die man drauf haben sollte, ist, man spricht über das Barcamp, also wir wollen, dass Leute zu Hause erzählen, ich gehe zum Barcamp, ist das eine coole Sache, oder dass es ihnen gefallen hat, wie sie am Barcamp waren, ja, geben das weiter, so werden wir immer mehr, also spreading the word, praktisch. Wichtig auch, natürlich auch in anderen Medien, das zu teilen, das ist auch die zweite Regel, YouTube-Blog about Barcamp. Genau, wir haben eine coole Social Wall, wo ihr genau seht, jeder, der auf Facebook oder auf Twitter diskutiert, teilt Themen über das Barcamp. Also Barcamp Graz, die einzigen drei Tage, wo Twitter in Graz funktioniert. Ja. Sind nur super auf der Social Wall, alles wird geteilt. Die Leute halten sich an die zweite Regel. Das freut uns. Dritte Regel, wenn du neu bist beim Barcamp, musst du präsentieren. Blöd übersetzt aus dem Englischen, you have to present. Wir sagen immer, du musst präsent sein. Das heißt, wir wollen, dass du mitdiskutierst, du musst keine eigene Session machen, keinen eigenen Vortrag, aber du musst dich teilen, du musst dich einbringen und einfach nur da sitzen und zuschauen, geht nicht. Schaut eigentlich, aber dafür sind wir auch nie da. Kurze Info noch, letztes Mal waren es, glaube ich, beim Videocamp in Wien 6 Leute, die ganz Twitter in Österreich gespumpt haben. Ja. Schauen wir mal, was wir heuer schaffen. Ja, also die Beteiligung ist jetzt schon recht groß, wir haben gerade erst angefangen, wir laufen gerade erst so eine Stunde und es gibt schon jede Menge Tweets, also wir werden schauen, was wir allgemein zusammenkriegen am Hashtag. Bin schon sehr gespannt. Also für die Leute, die es interessiert, wird eingeblendet, Hashtag BCG16. So, danke dir. Ich sage danke, Claudia. Ich sage danke, Jürgen, und dass ihr uns auch wieder eingeladen habt und dass wir auch kommen durften. Gerne. Seid immer willkommen bei uns. Danke.